Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. Es hat vielleicht versucht, den Funkverkehr zu blockieren. Was es auch war, es fühlte sich an, als ob es direkt in den Schädel schnitt. Man konnte kaum noch denken. Ich muss gehen. Hey Cole, wir sind doch nur ein Haufen Farmer. Und das sind Soldaten. Vielleicht sollten wir ihnen die Sachen geben. Himmel, Blake! Du musst endlich mal lernen, wann du die Klappe halten solltest. Haben sie mir was zu sagen, Cole? Ein paar Typen im Raumhafen haben einen kleinen Schmugglerring aufgezogen. Nichts Großes. Für ein paar Prozente ihres Gewinns lassen wir sie Pakete in unseren Schuppen lagern. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Cole. Wir tun doch keinem weh. Himmel, ich weiß ja meistens nicht mal, was in den Paketen ist. Ich dachte einfach nur, es könnte was Nützliches sein. Ich habe eine Pistole gefunden. Dachte, sie könnte nützlich sein, wenn die Dinger zurückkommen. Aber sie können wahrscheinlich mehr damit anfangen als wir. Das sollte helfen. Gehen wir. Viel Glück. Ja, mehr konnte ich leider nicht auswählen. Schade. Hätte lieber gefragt, ob das schon alles ist. Oder ob die noch mehr haben. Hier sieht man übrigens unsere Einträge. Ob die noch mehr haben. Oder ob die wirklich nur diese Pistole hatten. Das wäre mal gut zu wissen gewesen. Aber, naja. Man kann leider nicht alles haben. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Nee, okay. Gut, dann gehen wir jetzt da hoch. Und, oh. Commander, es ist Nihlus. Medigel, was haben wir noch hier? Moment, da gehen wir gleich hin zu Nihlus. Ah, okay. Nee, da haben wir nichts mehr. Das kann man nur zerschießen, also gucken wir mal, was mit Nihlus ist. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von Ihnen, ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Ich muss wissen, wie Nihlus gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um meine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Wenn Sie sich nicht zum Schlafen versteckt hätten, wären Sie jetzt genauso tot wie alle anderen. Ja, stimmt schon. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Erzählen Sie mir was über den Angriff, der geht. Es ging alles so schnell. In einer Minute landete das Schiff noch, in der nächsten wimmelte es auf der gesamten Plattform von Geht. Sie müssen in dem Mutterschiff gewesen sein. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Es war ein schreckliches Massaker. Können Sie mir sonst noch was über diesen Sender sagen? Sie brachten ihn heute Morgen her, dann luden wir ihn auf die Bahn und schickten ihn zur anderen Plattform. Kaum zu glauben, dass das erst ein paar Stunden her ist, scheint ein ganz anderes Leben gewesen zu sein. Erzählen Sie mir was über dieses Mutterschiff, das Sie gesehen haben. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Es war riesig, landete in der Nähe der Plattform. Alles wurde dunkel, als es landete. Und es machte dieses Geräusch, das sich einem direkt ins Gehirn bohrte.
Das hat mich aufgeweckt. Der Angriff erfolgte wenige Minuten später. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. So. Jetzt drücken Sie Pfeil nach oben, um... Ah. Okay. So. Mal heilen. Nochmal kann ich mich nicht gerade nicht heilen. Wo schießt der denn drauf? Ich sehe gar keinen. Ich guck mal. Wo sieht man denn hier? Ist doch gar nichts. So, irgendwie da unten. So, irgendwas. Ach, da! Oh. Fast tot hier. Den haben wir. So, mal wieder heilen eben. Ist gar nicht so einfach hier, sag ich euch. Also nach rechts. So. Ja, da bin ich wieder nicht mit ausgerüstet. Aber auch nicht, na toll. So, muss ich mal hier mal die Leute herbewegen. Jetzt halten Sie diese Stellung. Jetzt kommen Sie mir zu mir zurück. Okay. Okay, Sie sind jetzt im Deckung. So. Boah, das ist... Ich muss jetzt mal hier ein bisschen... So, mal nach da. Die Leute rücken lassen. So, warte mal, ich kann doch. Ach nee, das ist alles nicht verfügbar. So. Und so. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. So. Und so. Und so. Keine Ahnung, ob ich jetzt getroffen habe, ehrlich gesagt. Ich sprint mal wieder ein Stück vor. Und sag mal, dass meine Leute mal... So, erstmal da. Und dann rücken meine Leute wieder vor ein Stück. Oh, Entschuldigung. So, dann gehe ich jetzt mal wieder vor. So ein bisschen taktisch vorgehen, glaube ich. So, ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Ich heile mich nochmal.
Oh, Mensch. Oh, Mensch, shit. Immer das gleiche Spiel hier. So, mal alle wieder zu mir rufen lassen. Und dann... Ja, haben wir alles. Okay, dann können wir das hier schon mal benutzen. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. So, oha. Sprengladung. Die geht müssen sie angebracht haben. Tempo, ja. Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ja, ja, machen wir. Verbleibeladungen 3, okay. Da kommen bestimmt noch ganz viele Geht. Ah, ich dachte, ich habe schon die Schießen gesehen auf mich. Erstmal noch, was wir noch so finden nebenbei. So, den haben wir. Wow, wow, wow. Oha. So. Ach Mensch, verdammt. Ah, die sind schon tot, na toll. Fängt ja gut an hier. Ich heim mich mal. Alter Schwede. So, da haben wir den weg. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich an den anderen da noch rankomme. Ach scheiße, das liegt noch alles auf, ey. So ein Mist. Das liegt immer noch auf. Jetzt haben wir ihn, okay. So, mal wieder heilen. Dann hier zu der Bombe. Lieber Mensch, helfen. Ja, Leute, es ist echt, für mich ist es gerade nicht ganz so einfach, deswegen rede ich gerade nicht so viel. Weil ich muss mich da so ein bisschen drauf konzentrieren. Sonst würde ich die ganze Zeit, glaube ich, den Löffel abgeben. Und das wollen wir ja nicht. Guck mal, hier ist noch eine. Die entschärfen wir auch mal. Und dann haben wir noch eine. Da muss ich mal gucken, wo die eine ist. Natürlich. Ach, hier ist die eine noch sogar. Super, wunderbar.
Dann haben wir sie ja alle sogar schon.